Vielleicht wird Sie diese Aussage erfreuen, denn meine nächste Interviewpartnerin, die sagt, Diäten sind keine Lösung. Was dagegen eine Lösung ist, das wird sie uns gleich verraten. Ich freue mich jetzt ganz doll auf das Gespräch mit Sonja Tusch. Hallo, liebe Sonja. Hallo, liebe Alisa. Hallo, freut mich, hier zu sein. Das ist ja erstmal eine schöne Aussage, Diäten sind keine Lösung. Aber warum sind sie denn keine Lösung? Ja, sie sind keine Lösung, weil ich glaube, sie sind einfach nicht für Menschen gemacht, weil wir lassen uns ja dann in diesen Diäten wir haben Regeln, wir müssen uns an Regeln halten, wir schauen, was darf ich heute Morgen essen, was am Mittag, was am Abend und ja, wir machen es dann, aber das sind aufgestülpte Regeln, die kommen von außen, die haben mit unserer Persönlichkeit nichts zu tun. Ja. Und wir schaffen das dann auch, also ich habe eine sehr lange Diäterfahrung, ich habe gefühlte 100 Diäten gemacht, auch immer wieder sehr viel abgenommen, aber irgendwann kannst du dem Druck nicht mehr standhalten. Also ich habe dann immer auch abgenommen, es war immer schön, es war ein Hochgefühl, aber dieses Hochgefühl verschwindet sehr, sehr schnell, wenn du spürst, jetzt geht es nicht mehr, jetzt kannst du dem Druck nicht mehr standhalten und dann, dann kommt der Jojo-Effekt und du spürst ganz klar, ich kann jetzt nichts mehr machen. Bei allem guten Willen und egal, was ich jetzt auch noch tun werde, es wird nicht mehr funktionieren und das Gewicht schießt wieder in die Höhe. Normalerweise ein bisschen höher, als es vorher war. Ja. Und das ist einfach sehr, sehr frustrierend, weil es immer so verbunden ist mit einem Gefühl von Frust, von Scham. Und auch so, es ist wie beim Gänsespiel, sage ich immer so, wo du wirklich wieder zurück zum Start. Mhm. Und mit dem sicheren Gefühl, es irgendwie nie schaffen zu können. Vor allem sind sie auch einfach anstrengend und sie kosten einem so viel Lebensqualität, wenn man sich ja ständig irgendwie, das darf ich nicht essen und ich darf nicht mit meinen Freunden essen gehen. Ja, ja, muss man immer überlegen, was darfst du jetzt essen, was darfst du nicht essen und und es ist schon anstrengend. Deswegen ist das so eine gute Botschaft, die du ja sagst, dass es eben keine Lösung ist. Warum funktionieren denn die Diäten deiner Meinung nach nicht? Also was läuft da falsch? Ja, erstens, weil die Regeln von außen kommen und nicht von uns. Also ich stehe ja jetzt für die Intuition und für die intuitive Ernährung, wo ich schon einfach merke, wenn die Regeln von innen kommen, dann sind es deine Regeln. Es sind die Regeln, mit denen du arbeitest, in denen du mit deinem Körper zusammenarbeitest. Und das sind eben schönere, also die sind leichter zu befolgen und man fühlt sich auch nicht so von außen irgendwie regiert. Mhm. Außerdem ist es natürlich auch das Problem, dass du, sobald dein Körper weiß ja nicht, dass du eine Diät machst, also für den Körper ist es wie eine Hungersnot. Ja. Das heißt, der Körper, der weiß einfach, es gibt jetzt nicht mehr zu essen oder nicht mehr viel. Und sobald du dann wieder irgendwie normal isst, dann stürzt er sich auf diese Kalorien und nutzt sie sehr effizient, weil er ja nicht weiß, wann die nächste Hungersnot wieder für ihn kommt. Das heißt, der Stoffwechsel fährt runter und das macht dann dieses ganze Hin und Her und Jojo-Effekt. Mhm. Und, Was hast du dann gelernt über das Thema Abnehmen und natürlich auch ein gutes Körpergefühl zu haben? Bei den Diäten, denkst du? Genau, also wie kann ich stattdessen machen? Wenn Diäten nicht funktionieren, was kann ich stattdessen machen? Ja, also ich bin ja vor ein paar Jahren auf das Konzept der intuitiven Ernährung gestoßen. Ich war anfangs sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich mir gedacht habe, wenn schon 35 Jahre lang Diäten nicht funktionieren, wieso soll es funktionieren ohne Regeln und ohne Verbote? Aber es geht einfach darum, sich selbst wieder anzuschauen, zu schauen, wann habe ich überhaupt Hunger, wann bin ich satt, was sind überhaupt meine Bedürfnisse, warum esse ich? Die meisten Menschen essen ja nicht, wenn sie Hunger haben oder wenn sie körperlichen Hunger haben. Sie essen, wenn sie sich langweilen, wenn sie gestresst sind, wenn sie frustriert sind, wenn sie traurig sind. Es gibt 100.000 Möglichkeiten, wo man denkt, ich habe jetzt Hunger, aber es ist eigentlich kein Hunger. Und da geht es zuerst einmal darum, wieder den Bezug zum eigenen Körper wiederzufinden und erst einmal wieder das Hungergefühl zu spüren. Ja. Zu spüren, wann habe ich überhaupt Hunger? Und genauso für das Sättigungsgefühl. Mhm. Weil oft isst man ja, man isst und man spricht und man isst viel zu schnell und man überlegt nicht und irgendwann merkt man, jetzt habe ich viel zu viel gegessen. Auch wieder diese Signale des Körpers zu spüren, einfach, dass der Körper jetzt Signale sendet und sagt, es genügt. Ja. Auch die wahrzunehmen, achtsam zu essen, also tatsächlich auch sich auf das Essen zu konzentrieren, das Essen zu genießen, das zu wählen, was mir gerade in dem Moment auch gut tut. Das heißt, ich wähle heute, wenn ich wirklich Lust habe auf etwas, auf Nudeln, dann wähle ich nicht trotzdem einen Salat. Ja.
weil es wird immer dieses Gefühl von Frust wird bleiben und irgendwann werden es dann viele Nudeln sein. Oder? Aber wenn man dann lernt, sich diesem, also mit dem Körper eigentlich ein Team zu sein, ja, dann kommt, dann stellt sich eine Regelmäßigkeit ein und eine Leichtigkeit, die einfach wunderbar ist. Das ist so ein schönes Bild, dass man wirklich mit seinem Körper ein Team abgibt. Ja, ja. Wie bist du denn selber auf dieses Thema des intuitiven Essens gekommen? Weil Diäten sind ja eigentlich auch, da spielst du ja die ganze Zeit gegen deinen Körper. Ja, ja. Das ist ja vor allem gegen den Kopf. Ja. Ja. Und das Problem ist, wenn du dich dann intuitiv ernährst und du bist mit deinem Körper ein Team, ich finde es auch ein sehr, sehr schönes Bild. Also, ja. Ja. Wie bist du selber auf das Thema intuitives Essen gekommen? Ja, also ich habe eine sehr, sehr lange Diätkarriere hinter mir. Das heißt, ich habe 35 Jahre lang sehr, sehr stark mit meinem Gewicht gekämpft, immer wieder Diäten gemacht. Und ich habe mir auch sehr, sehr viele schöne Lebensmomente dadurch vermiest. Ich habe zum Beispiel, konnte ich nie genießen, ich habe mich jeden Tag mit anderen Frauen verglichen, mich immer hässlich gefunden. Oder ich habe zum Beispiel bei 40 Grad am Strand saß ich in voller Bekleidung und habe dann eine Sonnenallergie vorgetäuscht. Oder weil ich mich geschämt habe, einen Badeanzug anzuziehen. Und ja, ich könnte diese Liste beliebig lang fortsetzen. Und ja, ich habe dann auch immer Diäten gemacht, habe wieder abgenommen, immer wieder 25 Kilo sogar. Das war schon immer erfolgreich, aber nie lange. Ja. Und dieses Hochgefühl, das ist natürlich schnell wieder verschwunden, sobald der Jojo-Effekt wieder eingetreten ist. Und der tritt ein, also das ist einfach so. Und ja, und dann hatte ich vor 4 Jahren einen schlimmen Schicksalsschlag erleiden müssen. Das heißt, mein Sohn, der wurde bei einem Autounfall getötet, also er kam ums Leben bei einem Autounfall. Und ja, man denkt dann so, Schicksalsschläge, das ist immer nur, man schützt sich ja irgendwie vor der Idee, dass einem das sowas passieren kann, aber es passiert eben doch. Ja. Und wenn es dann passiert, dann musst du einfach sehr viel Kraft aufbringen, auch um mit einer Situation fertig werden zu können, weil es gibt keine Auszeit, es gibt keine Schonzeit. Niemand sagt jetzt schau mal, wie, man muss einfach weitermachen. Mhm. Und ich habe dann wirklich auch auf meine altbewährte Methode zurückgegriffen und habe diesen ganzen Schmerz und diese ganzen Gefühle wirklich mit Essen auch in Schach gehalten irgendwie. Und ja, 2 Jahre nach dem Unfall, da habe ich irgendwie so gespürt, so kann es nicht mehr weitergehen, weil irgendwie stellt sich jetzt die Frage, wenn du so weitermachst, dann wirst du in ein paar Jahren eine dicke, alte, griescremige, kranke Frau sein. Ja. Die jedem zur Last fällt. Oder aber du wirst wieder die sein, die du einmal warst, die sagt, ich stehe wieder auf und ich mache weiter. Und ja, und dann bin ich Gott sei Dank auf das Konzept, weil ich habe auch tatsächlich gespürt, ich hatte keine Kraft für eine Diät, weder auch noch den Stress einer Diät. Das wollte ich gerade fragen. Zu diesem ganzen Thema und zu diesem ganzen Schmerz noch dazu. Ja. Und da war für mich so das erste Mal klar, nein, eine Diät ist einfach keine Lösung, weil es nimmt immer den gleichen Verlauf. Und ich bin dann, Gott sei Dank, auf die intuitive Ernährung gestoßen. Und ja, am Anfang war ich eben auch skeptisch, weil ich mir gedacht habe, wie soll es funktionieren, wenn es 35 Jahre nicht mit Diäten funktioniert, wie soll es dann auf einmal funktionieren ohne? Und ja, ich bin dann trotzdem aber dran geblieben an diesem Konzept und bin heute begeistert. Und ja, schaust großartig aus, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Ja, also ich bin auf einem Weg, sagen wir es mal so. Ich bin nicht an dem Ziel angekommen, wo ich ankommen will, aber ich spüre diesmal sehr klar, dass es keinen Jojo-Effekt geben wird. Ja. Ich bin auch zu mir sehr gütig, wenn ich einmal nicht so esse, wie ich essen sollte, dann ist es nicht wie bei der Diät, oh, jetzt habe ich alles vermasselt, dann kann ich ja jetzt wieder essen. Ja. Es ist ein Weg und es ist ein Weg der Leichtigkeit. Und es ist sehr schön zu spüren, dass man wirklich ein Team mit seinem Körper sein kann. Wie gibst du dieses Wissen heute weiter an andere Menschen? Ja, ich habe mich also ich bin jetzt ausgebildeter Coach auch für intuitives Essen. Und ich habe also mit 1:1 Coaching, das heißt, ich will Frauen, ich begleite Frauen dabei auf diesem Weg in die Leichtigkeit. Und ich bin dabei, Seminare zu kreieren, wo wir zusammen in einer Gruppe, stelle ich mir 15 bis 20 Frauen vor, so an diesem Thema arbeiten und für jeden die individuelle Lösung, den Weg finden. Weil der Weg ist nicht für jeden der gleiche. Ja. In diesem. Wer ist ganz konkret deine Zielgruppe? Frauen,
Ich würde sagen, Frauen, die sich im Laufe des Lebens, im Laufe der Jahre irgendwie selbst ein bisschen vernachlässigt haben, weil sie sich vielleicht viel um ihre Kinder gekümmert haben oder alles nicht, weil sie alles unter einen Hut bringen müssen und einfach für sich selbst keine Zeit mehr haben. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie da stehen und sagen, okay, jetzt bin ich 50 oder 55 oder 60 oder ich weiß nicht wie alt. Und wer bin ich jetzt? Wo bin ich? Ich bin dick geworden, ich bin träge, ich bin nicht mehr die Frau, die ich einmal war. Ja. Und da, dass wir da zusammen hinschauen würden und sagen, das geht, es ist nicht zu spät, es ist nie zu spät, du wirst den Weg wieder finden und ja, es wird ein schöner Weg sein. Ja, wie schön. Das ist auch so wichtig, weil die Lebensumstände, wie du es auch gerade mal beschrieben hast, es gibt schlimme Schicksalsschläge und man hat einfach ganz andere Gedanken dann, oder? Es gibt einfach Momente im Leben, da ist es schwer einfach, da ist es einfach nicht, ja, nicht einfach, auf sich selbst zu schauen. Aber ich denke, wenn man es integriert hat, Ja. dann wird es einfacher sein. Und dann wird es auch einfacher sein, wenn sehr viel Stress ist oder wenn mal etwas passiert, wenn man das erst einmal integriert hat und weiß, ich bin mir selbst sehr wichtig und Hat dir das damals in deiner Situation auch Kraft gegeben? ja, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Also als ich diese intuitive Ernährung entdeckt habe, meinst du jetzt? Ja, Genau. hat mir Kraft gegeben. Das ist ja auch schön zu hören, weil auf der einen Seite so eine Diät hätte ja zusätzlichen Ballast. Ja, es geht ja auch nicht, ich habe auch dann festgestellt, es geht ja auch nicht nur um Ernährung. Bei der intuitiven Ernährung geht es nicht um die Pizza oder um den Kuchen, den du nicht essen sollst. Es geht um ein Ganzes. Es geht darum, hinzuschauen, wo sind überhaupt meine Bedürfnisse? Respektiere ich meine Bedürfnisse überhaupt? Aus welchen Gründen esse ich? Was kann ich machen? Was kann ich anstelle vom Essen machen, wenn ich dieses Bedürfnis erfüllen will? Ja. Und da geht es um so viel mehr als nur um Essen. Und das ist ja genau das Schöne dabei. Wie viel Zeit brauche ich denn, um das auch wirklich zu verinnerlichen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das haben wir jetzt auch in einer Gruppe von verschiedenen Menschen jetzt lange besprochen mit Coaches und so weiter. Also es gibt Menschen, die haben es sehr schnell verinnerlicht. Ich habe sehr lange gebraucht. Also ich glaube, ich habe fast ein Jahr gebraucht, um es wirklich zu verinnerlichen. Aber es ist natürlich auch klar, und das ist bei vielen Problemen so, wenn du 35 Jahre lang etwas in die falsche Richtung laufen lässt, Ja. dann ist es natürlich auch nicht in 2 Wochen automatisch in einer guten Richtung. Das stimmt, Da muss ja. man sich schon die Zeit lassen. Deshalb ist es auch so, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, was intuitive Ernährung jetzt betrifft, die sollten wirklich auch bereit sein, zuerst einmal das Abnehmen ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Es geht nicht darum zu sagen, ich will jetzt 3 Kilo, ich will jetzt 10 Kilo in 3 Monaten abnehmen, ich mache jetzt intuitive Ernährung. Das wird nicht funktionieren. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass da ganz viele Frauen vor allem auch gerade zuschauen, die auch sagen, ich habe keine Lust mehr, diese ganzen Diäten zu machen. Ich möchte endlich ein Team mit meinem Körper sein. Wie kann ich denn am besten mit dir in Kontakt treten? Ja, ich habe meine Webseite, ich bin auf Instagram, follow yourself. Sehr gut. Liebe Sonja, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns heute mit auf deine Reise genommen hast. Es war wirklich ganz bereichernd. Ich bedanke mich. Danke, Alicia.